Ja, hallo, heute gibt es einen kleinen Einblick in das neue Bitwig Studio 2.0. Bitwig Studio 2.0 vorneweg ist eine hervorragende Software, die ein schnelles, zügiges Arbeiten zur Musikproduktion und Weiterbearbeitung von Musikdateien erlaubt. Bitwig Studio 1 war schon, wie ich finde, sehr gut, doch Bitwig Studio 2, das vorweg, ist um einiges weiterentwickelt. Da haben sich die Entwickler wirklich sehr, sehr ins Zeug gelegt und eine hervorragende Bearbeitungsmöglichkeit für Audioproduktion entwickelt. Wenn man Bitwig 2 wie hier schon einmal geöffnet hat, dann findet man hier oben zentral einen neuen Button oder eine Schaltfläche, wie auch immer, in der Menüleiste oder oberhalb der Menüleiste integriert. Und da kann ich zum Beispiel hier die Projekte aufrufen, Templates oder Demos. Dann komme ich hier über dieses Menü in die Einstellungen zum User Interface. Dort kann ich eben das Look and Feel ein bisschen anpassen, die Audioeinstellungen vornehmen, mit welcher Soundkarte ich recorden möchte, wie das Recording passieren soll, welche Controller möglicherweise verwendet werden, MIDI-Controller, um zu steuern und wo die Dateien letztendlich abgelegt, gespeichert werden und welche ja, Plugins ich verwenden möchte. Zum Beispiel VST-Instrumente. Unter Packages habe ich die Möglichkeit, wenn ich Bitwig Studio gekauft habe, eine sehr umfangreiche Kollektion, die ist hier ein bisschen unterteilt in Artist Collection, Extended Collection, Partner Collection, Essential Collection, hier in mein Bitwig Studio reinzuladen. Das passiert durch Internetzugriff und ich habe da wirklich sehr gut vorproduziertes Material, mit dem ich dann wieder meiner Kreativität Lauf lassen kann. Im Help-File, das ist auch hier wirklich ganz gut gelöst, gibt es jetzt eine Online-Hilfe mit verschiedenen Video-Tutorials und eine Dokumentation. Die Dokumentation ist gerade fertiggestellt für Bitwig 2 in verschiedenen Sprachen, gerade in 3. Und soweit ich mitbekommen habe, wird diese Online-Hilfe ständig weiterentwickelt. Des Weiteren haben sich jetzt hier in den Schaltflächen weiter Untermenüs entwickelt. Ich kann zum Beispiel hier auf die Play-Funktion gehen und finde unter dieser Option ganz viele Bearbeitungsmöglichkeiten, die ja, das Abspielen, das Aufnehmen für meine Projekte steuern und ich dort meine Einstellungen vornehmen kann, wie ich die halt für mein Projekt brauche und benötige. Ganz gut gelungen ist auch folgende Funktion. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein VST-Instrument in mein Projekt von Bitwig lade, wie bereits hier geschehen, dann ist es erstmal auf den ersten Blick nicht recht viel anders als in der Bitwig 1.3er Version. Doch wenn ich jetzt unten auf dieses Pfeilchen hier klicke, dann erscheinen hier nochmal Pluszeichen. Und über diese Pluszeichen kann ich Modulatoren aufrufen und zu diesem VST-Instrument hinzufügen. Das erlaubt mir eine Kontrolle über meine Musikproduktion, über dieses VST-Instrument und Modulation des Sounds. Ich kann dadurch ja, neue Instrumente in dem Sinn fast schaffen und bin sehr flexibel, was die Mixing-Tools und Bearbeitungstools für den Sound anbetrifft. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Modulator Audio Chain. Sehr interessant, um beispielsweise bei R&B Beats, Techno Beats so ein bisschen so ein Pumping Bass zu gestalten. Und das war vorher ein bisschen aufwendig zu generieren. Das ging, aber in dem Fall kann ich es direkt vor mein VST-Instrument einschleifen und habe dadurch auch wieder eine Riesenfülle an Flexibilität für die Weiterentwicklung von Sounds. Des Weiteren verbergen sich hier unterschiedliche LFOs. Mit den LFOs kann ich dann Automatismen auslösen oder Steuerungen für das VST-Instrument modellieren.
Ansonsten habe ich auch noch weitere Bearbeitungstools, die ich auch sehr gelungen finde. Einen Schnellzugriff hier zum Beispiel in der Arranger-Ansicht auf ein Cutting-Tool, Cutting Knife, um schnell hier mit der Maus Projekte zu schneiden, aufzuteilen. Ansonsten ist das Bitwig ein bisschen angelehnt an die Ableton-Software. Ich habe hier auch eine Szenenansicht für den Mix. Kann dann aber auch hier Live-DJing zum Beispiel betreiben, dass ich hier zum Beispiel die Funktion auf Kanäle aufteile. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Kickdrum, könnte ich jetzt dem A-Kanal zuordnen und habe hier rechts tatsächlich so eine Crossfade-Funktion, ähnlich wie es im Ableton zur Verfügung steht. Und mit dem passenden MIDI-Controller beispielsweise kann ich jetzt hier Live-Mixe am Computer anfertigen und habe immer hier meine Bitwig-Umgebung und kann natürlich dann auch VST-Instrumente, Plugins, verschiedene Modulatoren, aber auch verschiedene Effekte hier in Bitwig benutzen. In der Edit-Funktion habe ich auch einmal diesen Schnellzugriff auf die Werkzeuge, auch sehr hilfreich. Dann kann ich hier diese Transportfunktion der Piano Roll befüllen, also meine MIDI-Tastenanschläge zum Beispiel hier hinterlegen. Und wie gesagt, also ich bin sehr begeistert, es macht sehr viel Spaß, mit dieser Bitwig 2-Version zu arbeiten und neue Dinge auch zu entdecken. Und die Fülle an Funktionen und auch die Soundqualität, die lässt für mich jetzt keine Wünsche übrig. Also wirklich sehr, sehr tolles Produkt, was hier auf den Markt gekommen ist. Was auch ein großer Vorteil ist in meinem Produktionszyklus, ist, dass ich zum Beispiel Windows-Computer und Macintosh-Computer benutze. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Bitwig Studio auf drei Computern, das ginge auch auf einem Linux-Rechner, eben diese Bitwig-Software zu betreiben. So steht es zumindest in den Statuten beim Kauf des Produkts. Ja, das war mal so ein kleiner erster Überblick, was jetzt in der nächsten Zeit folgen wird. Werden weitere Tutorials zu diesem Themenblock Bitwig Studio, Musikproduktion am Computer und so weiter sein. Bleibt gerne am Laufenden und abonniert gern einmal meinen YouTube-Kanal.